Hallo und herzlich willkommen zu Yamadori Bonsai. Ja, ihr seht, ich bin wieder im Wald und heute holen wir uns mal wieder eine Lärche und wie das geht, zeige ich euch gleich. Dazu sei gesagt, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Lärchen und Buchen, die im Oktober, November zu holen und im Garten einzupflanzen. Und ich denke, wenn es im Garten geht, geht es auch in der Bonsai-Schale. Und ja, wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch jetzt. So. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt so filmtechnisch vernünftig hinkriegen. Das ist das gute Stück. So lang ist er und die Wurzeln dürften wahrscheinlich bis hier hinten hingehen, denke ich mir mal. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich sehe schon ein paar Wurzeln haben wir da und ich muss jetzt noch mal kurz checken. Ja, läuft sehr schön. Das erste, was wir machen, ist natürlich hier ein bisschen freischaufeln. So, ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber das kriegen wir alles hin. So. So. So, das olle Gras hier erstmal weg. So. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ob das jetzt hier auch so funktioniert wie mit den Buchen, die ich vorletztes Jahr in meinen Garten gepflanzt habe als Buchenhecke. Die sind sehr gut angegangen und das hat halt sehr gut funktioniert. Und ich denke, ich habe mir auch schon mal ein paar Lärchen, allerdings deutlich kleinere Lärchen geholt. Und da ging es problemlos, die über den Winter zu bringen. Also sollte es mit der hier auch gehen. So. Einmal zack. Die Wurzeln hier ab. So. So. Wir sollten natürlich darauf achten, dass wir ein paar Wurzeln mitnehmen können. Macht Sinn. Da der Baum sonst nicht überlebensfähig ist. So, also, natürlich nicht alles so einfach. So, Wächter. So. Ich zeige euch mal eben die Wurzeln. So, wir haben da schon jede Menge Wurzeln. Und ich denke mal, ich werde dann hier irgendwo mal gucken, dass ich ausbuddle. Das werden wir gleich sehen. So. Also, was gibt es zu beachten dabei? Na, erstmal die Wurzeln nicht allzu sehr zu beschädigen. Oh, das ist, glaube ich, irgendwo klar. Und dann müssen wir natürlich zusehen, dass die Lärche dann quasi frostfrei überwintert wird. Ihr könnt sie im Garten einbuddeln. Oder so wie ich dieses Jahr einfach in die Garage stellen. Das ist so meine Option, was ich dieses Jahr mal ausprobieren werde. Und ja, mal gucken, wie es funktioniert. So, wir kommen der Sache langsam näher. Ja, irgendwo, ja, da. Jetzt opfen wir mal so ein bisschen. So. Ja, ihr seht schon. Das ist nicht ganz so einfach.
versuche natürlich so viele Wurzeln zu erhalten, wie es geht. Aber bei dem Stummigen hier wird das nicht ganz so einfach. Also sehe ich schon, hier ist das Ende. Und hier irgendwo sind ein paar Wurzeln mehr. So, bla. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr... hier. Ja, worauf solltet ihr achten? Dass ihr nicht so viele Wurzeln kaputt macht. Und vor allen Dingen, die ein bisschen weiter weg sind. Das geht dann schon. So. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich muss da nochmal mit dem Spaten dran. So. So. Das sollte es gewesen sein. Mein Gott, der ist ganz schön hartnäckig hier. Der Kollege. Ist noch eine Wurzel. Natürlich alles sehr brutal aus. Ist es auch. Aber was hilft's? So. Das war's. So. Brauchen wir nicht. Da brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir auch nicht. So. Ja. So sieht das Teil jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, das geht. Das ist die Pfahlwurzel. Und wir werden jetzt das ganze Bäumchen da oben abschneiden. Die Wurzel hier fällt weg, die da unten auch. So dass er wirklich nur noch hier der obere Stumpen da ist. So. So, Taschenmesser. Ja, Werkzeug. Am besten eine Säge und ja, gegebenenfalls noch eine Axt. Das geht auch immer sehr schön. Natürlich schwierig hier zu sägen. So. So.
Das machen wir in der Schere. Ding kommt auch ab. So. Jetzt haben wir hier natürlich noch paar fette Wurzeln. Die schneiden wir auch noch klein. Wobei die schneiden wir. Ich zeig's euch mal. So. Dass sie Austrieb nach unten zeigt. Genauso wie mit der anderen hier auch. So. 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 Jetzt haben wir wieder ein Bäumchen. So war er drin. Mal gucken, wie wir ihn einpflanzen, ob wir ihn so wieder einpflanzen. Macht, glaube ich, Sinn. Weil wir hier halt jede Menge Wurzeln haben, die wir irgendwie so an die Seite kriegen. So, und ich denke, das sieht dann so auch schon ganz schick aus. Müssen wir mal gucken. Den hier können wir noch ein bisschen weiterentwickeln. Hier sind genug dran. So, Knospen etc. Jo, dann werden wir den gleich mal mit nach Hause nehmen und dann werden wir ihn einpflanzen. So. So, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme wieder. Bis dahin, euer Rolf. Tschüss.